Hallöchen, meine Lieben, ich bin's wieder, euer Fluffy. Wir haben heute Donnerstag, den 26. März, ungefähr 16 Uhr. Und ich befinde mich gerade auf meinem Versuch, Toilettenpapier einzukaufen. Und normalerweise ist die Straße hier um die Zeit unglaublich befahren. Ich habe heute frei. Und weil ich heute frei habe und ich nicht weiß, wann ich das nächste Mal wieder frei habe, muss ich heute einkaufen. Und ich werde mal gucken, was ich euch so zeigen kann, wie das hier aktuell so aussieht. Betrachtet dieses Video einfach als Zeitzeugenbericht von diesem ganzen Corona-Wahnsinn. Ich nehme euch quasi jetzt einfach mal mit auf so einen Corona-Zeit-Einkauf. Ja, das ist vielleicht für meine deutschen Zuschauer nicht so interessant, aber mir gucken ja hier auch Leute, ne, aus der Schweiz und aus den USA zu. Und vielleicht interessiert euch das ja. So, und meine Schwiegereltern in Australien. Die wird das auch interessieren, wie das jetzt hier so aussieht. Ich nehme euch mit und versuche euch so viel wie möglich zu zeigen, außer andere Leute, ne? Dafür, dass wir jetzt gerade Berufsverkehrzeit haben, und hier normalerweise auf dem Kleverring die Hölle los ist, kann ich euch schon mal sagen, ist das, was wir hier gerade sehen, echt sehr wenig. Ich bin kaum hier angekommen, habe gerade mein Pfandgeld eingelöst. Ich wollte eigentlich nur eben in den Laden, um da nach dem Toilettenpapier zu gucken. Ich darf aber den Laden nicht betreten ohne Einkaufswagen, wurde mir gerade von so einem Security-Mann gesagt. Deshalb, egal wie viel ich jetzt kaufe, ich muss einen Wagen nehmen. Egal, ob ich auch nur einen Teil mitnehmen möchte. Also das ist ja wohl das Eldorado aktuell, ja. Klopapier, sogar dreilagig. Ich freue mich. Ich nehme aber auch trotzdem nur ein Päckchen. Ich freue mich so. Endlich. Hier stehen normalerweise Konserven, die sind aber weg. Und das Nudelregal hier ist aber trotzdem voll. Hier ist auch alles da, was es hier sonst so gibt. Außer ein paar Kleinigkeiten. Aber das finde ich jetzt gar nicht so extrem, wie letzte Tage war. Zu meinem Einkauf gerade kann ich noch Folgendes sagen. In diesem Vorraum gerade von dem Discounter, wo der Security-Mann gestanden hat, da stand auch Desinfektionsmittel, womit man die Griffe vom Einkaufswagen desinfizieren konnte, den man ja nehmen sollte, und auch seine Hände. Ne? Und auf dem Boden waren halt überall im Kassenbereich diese Striche auf dem Boden, damit man halt den Abstand hält. Ne? Und es war relativ viel los da, deshalb konnte ich das für euch nicht dokumentieren. Ich muss jetzt aber, weil ich mit dem Fahrrad unterwegs bin und nicht so viel auf einmal mitnehmen kann, nochmal zu einem anderen Discounter. Vielleicht kann ich euch das da zeigen. Was man auch noch erwähnen sollte, ist, dass es jetzt da nichts gab, was ich irgendwie vermisst hätte. Außer die Konserven gab es wirklich alles. Ne? Es gab die komplette Theke, so wie sonst, mit Obst und Gemüse. Ja, in der Kühlung gab es auch alles. Ja, also da hat gar nichts gefehlt. Ne? Also im Vergleich zu letzter Woche, wo wirklich die kompletten Regale leer waren, ja, ist das jetzt fast normal gewesen da. Ne? Bis auf jetzt halt diese Sicherheitsmaßnahmen. Also da kann ich nicht sagen, dass ich da irgendetwas beim Einkaufen jetzt vermisst habe. Ganz im Gegenteil sogar. So, ihr Lieben, das ist unsere Hauptstraße, die da hinten, auch wenn man die weiter geradeaus fährt, zur Autobahn auf- und abfahrt, der A3 führt, ist normalerweise sehr stark befahren, ne, da wir ja gerade Berufsverkehrszeit haben. Seht ihr, dass auch wirklich ungewöhnlich wenige Leute unterwegs sind jetzt, ne? Ich bin beim nächsten Discounter angekommen, hier ist es halt auch wirklich leer im Vergleich zu sonst, vor allen Dingen, weil wir Donnerstag haben und heute die neuen Angebote hier gültig sind. Das hatte ich euch ja schon auf Instagram gezeigt letzte Tage. Hier stehen überall diese Schilder. Finde ich auch ganz gut so. Die Schuhmoden hier haben geschlossen. Dieser Kaffeebereich ist abgesperrt. So, hier kann ich euch das jetzt mal zeigen. Es ist wirklich richtig leer gefegt, ne? Aber von den Waren her kann man das nicht behaupten. Es gibt hier von allem das, was man braucht. Ne?
kann man nicht sagen, wir werden verhungern oder so. So hier, diese Schilder, die sind auch neu. Das finde ich auch ganz gut, dass die da hängen. Sollte aber auch in normalen Zeiten selbstverständlich sein, ne? So, dieses Regal war letzte Woche auch bis auf vereinzelte Dosen komplett leergeräumt. Mittlerweile ist da alles wieder da. Das gilt auch hier für die Fertignudelwaren, Tees, Kaffees. Seht ihr ja. Also hier ist nichts, wo man sagen kann, dass das hier fehlt. Ich müsste lügen, wenn ich sage, ich bin traurig darüber, dass nicht wie sonst Haribo-Artikel vergriffen sind, wenn die im Angebot sind. Ich liebe die. Ich kann mich jetzt nicht entscheiden, welche ich haben will. Die nehme ich mit für Schlacki, weil ich weiß, dass er die gerne hat. So. Die nehme ich auch mit, weil ich weiß, dass Schlacki die gerne hat. Ja gut, ich werde vielleicht auch einen essen. Oder zwei. Man soll ja nicht lügen, ne? Aber was kann ich denn noch nehmen? Kartinchen? Ah, ne, das sind diese harten, ne? So, ich will nur zwei für mich nehmen. Das wird schwierig. Ich habe mich jetzt entschieden für die beiden. Die dürfen jetzt mitkommen. Und weil ich meinen lieben Schatz so gern habe, ein paar Schaumküsse für ihn. Das sind die letzten. So, dann biegen wir mal wieder hier ein in die Klopapier-Dings. Hier gibt es sogar vierlagiges Klopapier. Das war nicht mehr viel. Na? Hier darf man auch nur ein Paket mitnehmen, aber sogar vierlagig. Ich habe ja gerade erst eins gekauft, deshalb lasse ich die jetzt schön hier für andere, die keins gekriegt haben. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, das war letzte Woche schlimm. Ich bin hier durch alle Geschäfte, die es hier gab, um Klopapier zu finden und ich habe nirgendwo welches bekommen. Deshalb ist es sehr beruhigend zu wissen, dass es wieder welches gibt. Und wenn man welches hat, kauft man nicht noch mehr. Ich kann auch leider keine Entwarnung geben. Alle, die Klopapierrollen gekauft haben, haben nicht Kondome dazu gekauft. Schlacki und ich haben vorhin schon Witze gemacht. Was meinst du, wie viel Corona-Babys es jetzt geben wird? Wäre eventuell gut investiertes Geld gewesen. Besser als in Scheißhaus. Wäre unter Umständen gut investiertes Geld gewesen, meine lieben Freunde. Ja, aber das ist natürlich nur meine persönliche Meinung. So, hier seht ihr diese Streifen. Die sind hier überall im Abstand von 2 Metern. Meine lieben Freunde, das ist vielleicht gerade so deplatziert, aber vielleicht auch gerade richtig, weil auch in harten Zeiten. Das sind so Nostalgieprodukte aus meiner Kindheit. Habe ich schon ewig nicht mehr gehabt, diese Center Shock Kaugummis. Und kennt ihr die noch? So Lutscher, die kann man dann da rein machen, ne, wenn man die angelutscht hat. Und dann knistert und knallt das. Kennt ihr die? Die werde ich gleich eins für Schlacki, eins für mich und dann kriegen wir gute Laune. Sollte mein Galgenhumor irgendjemanden übel aufgestoßen sein, tut mir das wirklich leid. Ich muss halt einfach irgendwie eine Möglichkeit finden, damit umzugehen. Wisst ihr, wie ich meine? Ich stehe ja selber halt immer noch im Kundenkontakt andauernd. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich da anstecken kann, ist halt unglaublich hoch. Ich kann aber trotzdem noch froh darüber sein und möchte deshalb mich darüber nicht beschweren. Nur wenn ich mir das die ganze Zeit bewusst mache, dass ich da in Gefahr bin, während ich meine Arbeit mache, ist halt alles noch schwieriger. Und aktuell ist die Lage generell schwierig genug, so bei uns privat durch diese ganzen Corona-Hyobs-Botschaften. Schlacki kann ja, wie gesagt, das habe ich euch ja erzählt, im Moment gar nicht arbeiten. Der wird, also er hat jetzt Kurzarbeit unterschreiben müssen, worüber wir froh sein können. Das ist trotzdem halt ein herber Rückschlag. Na, deshalb, ihr könnt mir glauben, ich bin mir den Ernst der Lage sehr wohl bewusst. Aber deshalb kann ich nicht in Depressionen verfallen und mir das Lachen und Scherze am Rande, auch wenn sie schlecht sind, komplett verbieten. Ich hoffe, dafür habt ihr Verständnis und ja,
Ihr habt auf jeden Fall gesehen, wir werden hier nicht verhungern müssen, nicht verdursten müssen. Die Versorgungslage ist wieder gut. Es gibt sogar Klopapier. Die haben endlich aufgegeben. In diesem Sinne, meine lieben Freunde und alle, die dies noch werden möchten, verabschiede ich mich für heute von euch. Ich werde jetzt meine Einkäufe hochschleppen müssen. Ich hoffe, dass Schlacki mir dabei hilft. Zeit genug hat er ja jetzt dafür. Wir werden es sehen. Ich werde es euch wissen lassen. Bleibt schön gesund, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.